Hallo zusammen und willkommen beim Kochen mit Heike und Olaf. Ja, auch von mir ein Hallo. Heute haben wir für euch eine kalte Hauptmahlzeit ausgesucht, passend zur warmen Jahreszeit, aber auch ein Schmankerl zu jeder anderen Jahreszeit. Lasst euch überraschen. Und viel Spaß beim Nachkochen. Und so könnte er aussehen. Ein leichter Sattmacher mit geräucherter Forelle. Als Zutaten brauchen wir Beluga-Linsen, Chicorée oder einen anderen Blattsalat, Frühlingszwiebeln, Cherrytomaten, Pfeffersalz, Essig, Öl, Senf und etwas Dill. Nicht zu vergessen, geräucherte Forellenfilets. Wir beginnen damit, die Beluga-Linsen in einem Sieb ordentlich abzuwaschen, dann 30 bis 40 Minuten in Gemüsebrühe garen, danach wieder in einem Sieb ablaufen lassen und bis zur weiteren Verarbeitung auskühlen lassen. Als nächstes stellen wir das Dressing her. Dafür geben wir unsere Zutaten in eine kleine Schüssel, den Senf, den Essig, das Öl, Pfeffer und Salz nehmen wir zum Abschmecken und das Ganze wird dann noch ordentlich kräftig miteinander verrührt, sodass es eine gleichmäßige Soße gibt. Den Chicorée haben wir unter fließend kaltem Wasser abgewaschen und trocken getupft. Jetzt halbieren wir ihn der Länge nach und schneiden mit einem V-Schnitt den Strunk unten jeweils raus, weil dort sammeln sich die meisten Bitterstoffe und er ist auch sehr schlecht zu essen, zu kauen. Danach schneiden wir den Chicorée in ca. fingerdicke Streifen und geben ihn schon mal ins Dressing. Die Frühlingszwiebeln haben wir ebenfalls kalt abgewaschen, von ihrem oberen grünen Teil sowie von den Wurzeln befreit und schneiden sie jetzt schräg in feine Ringe. Schräg, Heike. Ja, geht doch. Die fertig geschnittenen Ringe geben wir dann ebenfalls ins Dressing. Die Cherrytomaten waschen wir ebenfalls vorher kalt ab und tupfen sie mit Papier trocken. Danach vierteln wir sie und geben sie ebenfalls in unsere Schüssel mit Dressing. Die ganzen Zutaten in der Schüssel können wir jetzt ordentlich durchheben, sodass sie gleichmäßig mit dem Dressing benetzt werden und den leckeren Geschmack mit aufnehmen. Nachdem wir den Salat erfolgreich mit dem Dressing verbunden haben, geben wir jetzt die Hälfte bis zwei Drittel unserer vollgekochten Linsen mit in den Salat und heben sie noch kurz unter. Die restlichen Linsen stellen wir an der Seite zum Garnieren nach dem Anrichten. Die Forellenfilets werden vor dem Anrichten mit zwei Gabeln auseinandergezupft in mundgerechte Stückchen und auf den angerichteten Salat zusammen mit den restlichen Linsen und dem gehackten Dill platziert. Wir wünschen euch einen guten Appetit.